dim the lights. MG, 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 Isaac, Isaac, swing, baby. Grüß Gott, ich will mein aufgebrauchtes Video von Februar machen. Ich weiß, ich bin schon wieder hinten nach, aber ich habe euch das ja schon im Fun Lovers Video erklärt, dass es für mich keine Quarantäne gibt. Zumindest nur, wenn ich frei habe, und das ist meistens nur einmal. Und die meiste Zeit habe ich halt mit Zocken verbracht. Ist leider so, falls ihr das Fun Lovers Video nicht gesehen habt. In letzter Zeit zocke ich extrem viel wieder. Also, fangen wir mal an. Ich habe meine Einwegwaschlappen wieder aufgebraucht. Ich weiß, sehr spannend. Aber müssen auch leer werden. Dann habe ich aufgebraucht. Da habe ich schon die Verpackung reingeschmissen. Ich habe aber gesehen, dass ich noch welche im Kühlschrank von dem habe. Aber ich habe jetzt schon mal die Verpackung entsorgt. Ich mag die sehr gerne. Das sind die von Balea, diese Augenpads. Ich gebe die in meinem Kühlschrank. Heute nerven mich meine Haare. Ich gebe sie in meinem Kühlschrank rein. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass meine Augenpartie wieder so ein bisschen fahl und trocken. Jetzt in letzter Zeit ist sie extrem trocken. Ich muss die wieder öfter machen. Ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen, ja. Die muss ich mir wieder öfter auf die Augen klatschen. Weil die mag ich sehr, sehr gerne. So für zwischendurch. Aber das kennt sie ja eh auswendig. Die kaufe ich mir ja auch immer wieder nach. Also brauche ich nicht mehr wirklich viel darüber reden. So wie diese Mundspülung. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Komischerweise nur noch die von Müller, weil es ja meine anderen, die ich immer früher so gern verwendet habe, nicht mehr gibt. Aber die mag ich am liebsten, das ist die grüne Variante. Die anderen alle mag ich alle nicht. Ich habe mich ja schon durchtestet ein paar Mal, aber ich komme immer wieder zu der grünen Mint zurück. Immer eigentlich. Wieder aufregend, Wattepads und Wattepads. Das ist immer was, was am wenigsten interessant ist. Dann habe ich urviele Proben aufgebraucht, aber wirklich viele Proben. Weil ich so ein bisschen versuchen will, meine Proben leer zu machen. Ich habe von Elisabeth Arden die Vitamin C Kapseln aufgebraucht. Die sind neu. Die kamen, glaube ich, letztes Jahr raus, wenn ich mich nicht die... Oder heuer? Nein, letztes Jahr. Letztes Jahr kamen es raus. Und ich finde die echt gut. Ich finde die wirklich gut. Ich habe die in der Früh meistens verwendet. Die waren in so einem kleinen Aufbewahrungsding. Ich überlege auch, ob ich mir das aufhebe, aber ich glaube, ich brauche es mir gar nicht mehr aufheben, weil ich nicht mehr denke, dass ich jetzt noch irgendwo hinfliegen kann, sondern wenn ich es rauskriege. Aber ich fand die echt gut. Ich mag ja die goldenen, die normalen, weil das sind ja die Vitamin C, und die normalen, die mag ich extrem gerne. Aber die waren auch sehr gut. Ich habe zwei Proben von dem Booster Detox von Clarins aufgebraucht. Leider finde ich die Probe nicht so gut. Die Verpackung von dem ist super, wenn du es im Original hast. Zum Beispiel so schaut das aus. Die Verpackung finde ich mega, wenn es im Original ist. Man kommt doch extrem lang mit dem aus, weil ich hatte das Orangene vor kurzem. Ich weiß gar nicht, ob ich das da aufgebraucht habe oder erst im März. Das werden wir dann gleich sehen, weil ich... Aber ich, keine Ahnung. Aber die Probe fand ich mega schlecht. Ich habe ja zweimal das Ding aufgebraucht. Und so sieht die Probe aus. Das Problem ist, wenn du versucht hast, das da rauszukriegen, ist alles auf einmal rauskommen. Das heißt, du hast das Ding auf einmal aufgebraucht, ungewollt, und hattest zu viel Produkt in der Hand, weil du musstest das ja mit der Pflege vermischen. Und du nimmst ein bisschen von deiner Tag- oder Nachtpflege und tropfst ein paar Tropfen von dem rein. Ein paar Tropfen, nicht das ganze Teil. Und mir ist immer durch die Probe das ganze Teil auf die Hand klatscht. Und das, also die Probe war mega unpraktisch. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das irgendwie anders lösen, aber ja, da hätten sie eine andere Verprobung machen müssen. Eindeutig. So finde ich das Produkt super. Ich habe es auch in Originalgröße, wie gesagt, noch zu Hause. Ich habe es mir damals beim TK Maxx reduziert, glaube ich, sogar gekauft. Aber ja, aber ich habe noch so viele andere Sachen, die ich noch aufbrauchen muss. Und deswegen mal gucken, wie schnell das wird, dass ich die Sachen leer kriege. Ich habe wirklich viele Sachen. Und ein mega Frosch im Hals. Und jetzt ist die Sonne weg. Was soll das? Egal. Ich habe meinen Augen-Make-up-Entferner auch wieder aufgebraucht, den kennen Sie ja eh auswendig. Ich habe leider nur keine Backups mehr und komme auch zu keinen Hofer. Deswegen habe ich mir ausnahmsweise den Clinique, ich zeige ihn euch, den habe ich nämlich auch aufgebraucht. Der war nämlich in meinem Clinique-Adventkalender drin und ich fand den so gut. Also der war mega gut, wirklich. Deswegen habe ich ihn mir jetzt in Originalgröße ausnahmsweise nachgekauft, weil ich an den Hofer nicht mehr rankomme. Obwohl ich den trotzdem noch liebe und ihn mir sicher irgendwann wieder nachkaufen werde, weil er halt günstiger ist. Weil der ist sehr teuer. Und bis jetzt bin ich jetzt schon, ich habe mir extra diese ganz große Größe von den Augen-Make-up-Entferner gekauft. Der kostet aber auch schon fast 30 Euro und deswegen,
ja. Aber ich fand den so gut, ich wollte den unbedingt in groß haben. Ob ich den mir nachkaufe, weiß ich noch nicht. Hoppala. Ich glaube, es kommt drauf an, wie lange ich mit dem auskomme. Dann entscheide ich, ob ich mir den nachkaufe oder nicht. Weil die kleine Größe hier ging sehr schnell leer. Aber ist eh klar, wenn man dauernd so Smoky Eyes geschminkt hat, dann ist eh kein Wunder. Dann habe ich aufgebraucht den Winterzauber-Badezusatz von Terra Naturi. Den gibt es ja leider nicht mehr, aber ich mag ihn sehr gerne. Und ich habe auch noch ein paar Backups. Ich weiß, wir haben jetzt keinen Winter mehr, aber ich werde auch die anderen Backups noch aufbrauchen jetzt, weil ich die, ja, ich mag den. Ich mag den wirklich. Also das ist einer von Terra Naturi, das ist so eine Hassliebe zwischen mir und der Marke. Manche Sachen mag ich, manche sind auch extrem gut, so wie der Badezusatz zum Beispiel und manche Masken. Aber manche Sachen kann ich überhaupt nicht leiden, so wie das mit Zellenwasser, das war schrecklich. Aber der Badezusatz, der ist gut. Und da habe ich mir damals alle Backups aufgekauft, wie die reduziert waren. Da warte ich nämlich immer, wenn ich was mag, warte ich und dann kaufe ich es mir extrem nach. So wie das Peeling mit Kaffee und Kokos. Da warte ich drauf, bis es noch mehr reduziert wird, bis ich es mir endlich nachkaufe. Aber dabei wird es noch dauern und ich habe genug Peelings noch zurzeit. Dann habe ich einen Nose-Strap aufgebraucht. Den sollte ich wieder mal machen, weil wenn ich mich schminke und ich puder mir das Gesicht ab, sehe ich, dass da immer so ziemlich starke... Ich erwähne es jetzt lieber nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich muss das auch öfter machen. Ich mache das sehr, sehr wenig leider. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht von Dentodent. Von dem. Die fand ich okay. Mir war der Kokosgeschmack ein bisschen zu wenig. Aber ich fand sie okay. Ich finde die Verpackung auch sehr schön. Also, ja. Aber es geht auch nicht um die Verpackung, wenn man Zahnpflege kauft. Aber nachkaufen würde ich die mir nicht. Da würde ich mir die andere Kokos nachkaufen. Die mag ich lieber als die. Ja. Dann habe ich meine Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht, die ich ja immer auf meinem Schminktisch stehen habe. Die mag ich auch. Also die Avocado. Also fürs Abschminken fürs Gesicht nicht, aber für so, wenn ich mein Make-up auf meiner Hand verteile, also zusammenmische, weil das mache ich ja in letzter Zeit sehr oft. Für das finde ich es gut. Und die gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe mir die letzten Backups noch gekauft. Die habe ich in den letzten Haul-Video euch zeigen vergessen. Die zeige ich euch dann vielleicht demnächst. Aber die finde ich echt, echt, echt gut. So für Swatches und so wegmachen finde ich die super. Fürs Abschminken fürs Gesicht fand ich sie nicht so gut. Und ich sehe auch gerade, dass die da einen Riss drinnen haben. Mich wundert, dass die... Deswegen waren die, glaube ich, so trocken diesmal. Weil die, die ich jetzt habe, die sind gut. Ich habe die aber jetzt wieder in... Also ich liebe die Verpackungen von Cadea Vera. Wenn die Limited Editions rausbringen, machen die so schöne Verpackungen. Ich meine, ihr seht das ja. Ich finde die mega. Ich bin froh, dass ich mir die restlichen noch gekauft habe. Ja, warum auch nicht? Jetzt gibt es ja neue und auf die freue ich mich auch schon. Ananas, also auf die freue ich mich extrem. Dann habe ich wieder die Kokos-Reinigungstücher beziehungsweise Abschminktücher aufgebraucht. Und ich muss sagen, die verwende ich jetzt aktuell für mein Gesicht zum Abschminken. Und ich mag sie. Ich mag sie sehr. Nur komme ich halt jetzt nicht zu einer Action, weil halt alles zu hat. Und deswegen muss ich dann gucken, welche ich stattdessen dann verwende. Vielleicht die neuen von Cadea Vera, aber mal gucken. Ich habe auch nicht mehr viele Backups davon. Langsam geht alles doch aus. Man glaubt es nicht, aber langsam geht alles doch aus. Ich habe ein Fixing Spray aufgebraucht von 183 Days. Und da war ich echt traurig, dass der leer gegangen ist. Der ist auch echt schnell leer worden, muss ich sagen. Aber ich fand den gut. Ich fand den Sprühnebel auch schön und die Verpackung ist ja mega. Nur gibt es die Marke ja leider nicht mehr. Und da war es ja immer so, dass die Sachen nach einer Zeit rausgegangen sind, was ich auch schade fand. Aber der war echt gut und ich finde die Verpackung so süß. Die Verpackung ist mega süß. Dann habe ich einen Schnelltrockner Nagels... fürs Schnelltrocknen von Nagellack ein Spray aufgebraucht, damit ich es rauskriege. Den habe ich mir auch wieder nachgekauft. Weil den von Aveo gibt es ja leider nicht mehr, weil sonst würde ich mir nur den Aveo nachkaufen, aber den gibt es nicht mehr. Und deswegen kaufe ich mir den nach. Ich finde schon, dass es was bringt, weil ich bin halt so dollpatschig und tatsche halt immer gleich an. Und wenn ich das vorher verwende, schaut der Nagellack schön aus. Deswegen kaufe ich es mir immer wieder nach. Viele glauben ja, oder beziehungsweise sagen immer, dass das nicht wirklich viel bringt. Aber mir bringt es wirklich was. Also ich benutze halt, weil ich so dollpatschig bin, immer meistens, dass ich halt keine Cuts drinnen habe. Aber meine Nägel schauen in letzter Zeit katastrophal aus. Dann habe ich zwei Make-up-Proben aufgebraucht. Einmal von Yves Rocher diese BB-Cream. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es sie noch gibt, weil die mochte ich früher extrem gern. Das ist die Light-Variante. Da habe ich auch noch ganz, ganz viele Proben davon. Die muss ich unbedingt alle aufbrauchen.
und eine BB-Cream von Garnier. Ich glaube, die war mir aber sogar zu dunkel. Ich glaube, die war mir zu dunkel. Ich fand die auch jetzt nicht, ehrlich gesagt, so berauschend. Also nachkaufen würde ich mir die, ehrlich gesagt, jetzt nicht. Die fand ich jetzt nicht so gut. Die von Yves Rocher vielleicht, wenn es die noch geben würde, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich aufgebraucht eine Rosenwasser-Hydrogel-Maske von Cadea Vera. Die habe ich auf einer Schulung geschenkt bekommen. Und die fand ich so gut. Die fand ich so, so gut. Ich mag irgendwie ein bisschen lieber die Hydrogel-Masken als die Tuchmasken. Jetzt, wo ich die verwendet habe, muss ich sagen, ich mag die Hydrogel ein bisschen lieber. Weil die kann ich auch so verwenden, ohne dass mir kalt wird. Weil im Winter, wisst ihr, habe ich eh auch schon oft gesagt, bin ich so Tuchmaskenfaul, weil mir immer so kalt wird. Aber da habe ich jetzt eine Lösung. Und die Hydrogel, die fand ich aber gut, wenn man so im Bett sitzt oder so. Die war wirklich gut. Die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, weil die war echt gut. Wenn wir schon bei Tuchmasken sind, ich habe jetzt den Tick, wenn ich baden gehe, dass ich mir Tuchmasken drauf knall. Und so funktioniert das, weil ich habe zwei aufgebraucht. Das war einmal die von Action Mark, die Honig, glaube ich, war das, oder? Mit Mandelöl und Vitamin E. Die war gut. Die war wirklich gut. Ich fand das Hautgefühl angenehm. Da steht sogar, dass man die 20 bis 30 Minuten oben lassen konnte. Ich habe sie halt so lange oben lassen, bis ich mit dem Baden fertig war. Die war wirklich gut. Und die Rose, die, was ich hier habe, die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen. Ich glaube, das ist von dieser, ja, Holika Holika Marke. Diese koreanische Marke ist das ja. Da habe ich auch, glaube ich, noch welche und die finde ich auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich liege in der Badewanne und gebe mir die drauf und dann wird mir auch nicht dauernd so kalt. Im Sommer natürlich kann ich es auch wieder so verwenden, aber im Winter finde ich das mit der Badewanne einen guten Tipp. Den Tipp habe ich auch meiner Arbeitskollegin gegeben, weil sie gesagt hat, sie mag das nicht, weil ihr auch so kalt wird. Ich bin gespannt, ob sie es schon probiert hat. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das ist von Aveo, die Flüssigseife Berry Love. Die war sehr gut, aber die gibt es leider nicht mehr. Ich mochte den Duft so gern von der, man sieht die leider nicht. Und die Verpackung. Also bei der Eigenmarke von Müller kann man nichts Schlechtes über die Verpackungen sagen. Wirklich nicht. Die Verpackung ist mega. Und hätte es die nochmal geben, hätte ich mir die auf jeden Fall nachkauft. Weil die und die Pfirsich, die mag ich am liebsten von den Limited Editions bis jetzt. Und schade, dass die halt nicht mehr gibt. Weil die Verpackung, die ist mega von der. Wirklich mega. Dann habe ich noch eine Pflegecreme, eine Gesichtspflege aufgebraucht von Yves Rocher. Ihr wisst ja, die benutze ich nur für Hals und Dekolleté. Für sonst eigentlich verwende ich die gar nichts. Wie gesagt, ich habe ziemlich viele Proben aufgebraucht. Da habt ihr sogar noch so eine Detox, weil ich die unbedingt aufbrauchen wollte. Ein Shiseido Make-up habe ich auch aufgebraucht. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie ich das fand. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber macht nichts, weil ich habe noch ein anderes Shiseido Make-up in Originalgröße. Und da bin ich auch gespannt, wie das ist. Aber ich will zuerst mal meine ganzen Proben aufbrauchen, weil es sind wirklich noch viele Make-up-Proben. Wirklich viele. Und deswegen will ich zuerst die Make-up-Proben aufbrauchen und dann gucke ich, dass ich dann irgendein Make-up anfange. Mal schauen. Aber zuerst will ich die ganzen Proben leer machen, was eh eine Weile brauchen wird. Dann habe ich zwei Ampullen leer gemacht. Einmal die Beautiful Skin Ampulle von Cadea Vera und einmal die Sofort Effekt. Und die Sofort Effekt ist mega. Die habe ich meistens verwendet, wenn ich frei hatte und mich geschminkt habe. Die war wirklich gut. Die macht so ein schönes Hautbild. Da steht jetzt glättend, also glättet die Haut nachweislich, also von Glätten kann ich nichts merken, weil ich ja nicht diese Falten habe. Ich werde die auch halt nicht so oft verwenden, weil da steht nämlich zwar ab 35, aber ich wollte die unbedingt probieren. Und ich finde sie gut. Ich würde sie mir auch nachkochen. Ich habe sie mir sogar nachgekauft. Noch eine Ampulle habe ich aufgebraucht. Wieder die Beautiful Skin. Die gibt es ja leider nicht mehr. Ich freue mich schon drauf auf die neuen Limited Editions von Cadea Vera. Bis jetzt, glaube ich, gibt es nur eine und die spricht mich aber nicht so an, wenn ich mich einfach nicht irre. Dann habe ich noch eine Probe von diesen Detox aufgebraucht. Also Katastrophe, würde ich sagen. Ah, wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch auch gleich das hier. Das war der Tester von der Arbeit. Den habe ich mir damals mitgenommen, wie das Produkt leider aus dem Sortiment gegangen ist. Ich habe ja das Grüne, habe ich ja als Probe die ganze Zeit verwendet. Und das habe ich dann auch verwendet. Da war nicht mehr viel drin, aber mir hat das Ding so lange gehalten. Das war echt krass, wie lange das gehalten hat. Ich mag aber das Grüne trotzdem lieber. Ich weiß auch nicht warum, aber mir gefällt das Grüne irgendwie lieber und man kann die eh nicht mehr nachkaufen. Außer sie gibt es noch beim Tiki Max, wo ich meines auch gekauft habe, mein grünes, in Originalgröße.
Dann habe ich eine Handcreme aufgebraucht, endlich einmal. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie schwer ich Handcremes leer mache. Das ist von Yves Rocher so eine Weihnachts-Limited Edition gewesen. Ja, bei mir dauert Handcreme extrem lange und ich freue mich dann wie ein kleines Kind, wenn ich einmal eine aufbrauche. Und ihr seht ja, da war nicht viel drin, da war gerade mal 30 Milliliter drin und ich habe ewig gebraucht, die leer zu kriegen. Aber ich fand die gut. Nur leider gibt es sie halt nicht mehr, weil die Limited Edition war. Dann habe ich ein Peeling aufgebraucht von Balea, die sind doch Haare drauf. Das ist das Zuckeröl-Peeling Apfel. Das war auch gut, das ging halt extrem schnell leer. Aber es war gut. Ich habe jetzt noch das Pflaume und ich glaube, die gibt es leider nicht mehr, sonst hätte ich sie mir nachkauft. Und ja, ich habe aber eh so viele Sachen und vielleicht kommt nächstes Jahr eine andere Limited Edition raus. Aber das Apfel fand ich echt gut. Leider ging das halt extrem schnell leer. Dann habe ich eine Maske leer gemacht, eine Thermomaske von Aldo Vandini. Die gibt es ja leider nicht mehr. Die mag ich halt sehr gerne im Winter, weil die halt wirklich warm wird, so wie diese eine Garnier-Maske. Die mag ich echt gern. Aber wie gesagt, die gibt es leider nicht mehr. Also könnt ihr euch die auch leider nicht mehr nachkaufen. Ich habe halt noch ganz viele Backups davon. Deswegen will ich auch nicht so viel davon reden, weil wenn ihr die nicht nachkaufen könnt, dann bringt euch das ja nichts. So. Ich habe da noch so viele Sachen drin. Ich habe meinen Badezusatz aufgebraucht von Oliveda. Das ist das Molkebad. Ich muss mir das auch wieder nachkaufen. Ich habe das nämlich schon in der Firma extra für mich. Ups. Und habe es noch nicht gekauft. Aber ich werde es mir Anfang des Monats nachkaufen, weil das ist so ein gutes Produkt. Es riecht jetzt nicht so extrem gut. Es riecht so ein bisschen... Na, wie soll ich das erklären? Es riecht ein bisschen eigen. Aber mir hat das extrem gut geholfen gegen meine juckende Haut. Jetzt, wo ich das schon ewig nicht mehr habe, ihr seht ja, das ist Februar leer worden, also habe ich es den ganzen März nicht verwendet, habe ich so krass juckende Haut schon wieder. Wirklich, es ist echt schlimm und deswegen kaufe ich mir das auf jeden Fall nach. Es ist teuer, aber ich komme auch lang damit aus. Und ich habe mir extra zwei schon auf die Seite gegeben, die ich kaufen werde. Weil ich das echt gut finde. Es ist teuer, aber es hilft mir wirklich, dass meine Haut nicht mehr so juckt. Ich habe eine Make-up-Probe wieder aufgebraucht. Ich habe sehr viele Make-up-Proben, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr viele. Das war eine von einer koreanischen Marke, könnt ihr hier sehen, so heißt die. Die Farbe hat zwar passt, also ich muss die nicht mit irgendwas zusammenmischen, so wie ich es mit den anderen Proben die ganze Zeit mache. Die Farbe hat gepasst, aber das Problem bei der ist, ich habe noch zwei Proben von der, deswegen bin ich schon gespannt, wie ich es beim nächsten Mal dann sehe. Aber da war das Problem, dass die alle trockenen Stellen in mein Gesicht betont. Besonders die Nase, also weil ich da diese verstopften Poren da habe, betont das extrem. Und das finde ich nicht schön. Das finde ich wirklich nicht schön. Deswegen, ja, probieren schön und gut, aber ich glaube, ich würde die mir niemals in Original kaufen. Ich habe jetzt eh noch zwei Proben und dann werden wir sehen, wie ich es in dem nächsten aufgebraucht Videos finde, aber ich fand es nicht gut. Ich fand es wirklich nicht gut. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Clinique. Da habe ich ja damals, wie ich mir den Kalender gekauft habe, viele Proben bekommen. Die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Das Problem ist nur, die geht aus dem Sortiment. Deswegen kann man nicht wirklich viel über die reden, weil die geht raus. Ich glaube, deswegen sage ich auch nicht mehr so viel dazu. Ich habe auch, glaube ich, noch ein paar Proben, aber ja. Die geht aus dem Sortiment. Und deswegen will ich auch nicht so viel drüber reden, weil das bringt ja nichts, wenn ich euch die jetzt schön rede und dann kriegt sie die nicht mehr. Also, ja. Dann habe ich noch ein paar Proben leer gemacht. Katastrophe. Das ist ein probenlastiges Video. Aber bevor ich die Proben euch zeige, zeige ich euch noch zwei Masken. Das ist von Montan de Chanel die Schokomaske. Die fand ich okay, aber mich hat die jetzt nicht vom Hocker gehaut. Das einzige von den Montan de Chanel Masken, die ich mir kaufen würde, wäre die Banane und die Schokominze. Das waren die einzigen zwei, die ich von Claire's hatte, die wirklich gut waren. Und die mag ich, also die mochte ich überhaupt nicht. Bin froh, dass ich sie leer gemacht habe. Dann habe ich die Nivea Maske leer gemacht. Die fand ich gut. Das ist ja, glaube ich, diese Milch und Honig gewesen. Oder? Nein. Nein, die rosa ist die Milch und Honig. Die blaue ist die Aloe Vera und Vitamin E. Die war aber auch gut. Also ich finde die Verpackung auch wunderschön. Ich habe halt eigentlich gedacht, die sind neu, dabei haben die ja nur die Verpackung umgestellt. Aber die ist auch gut. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Nivea-Fan, aber die Masken und die In-Dusch-Body-Lotions, die finde ich gut. Weil die In-Dusch-Lotion, das brauche ich einfach, um mich ein bisschen wohler zu fühlen.
Und ja, weil ich habe auch eine Induschlotion von Lush aufgebraucht, die habe ich von der lieben Tanja geschenkt bekommen. Jetzt muss ich kurz überlegen, sorry. Und mein Hirn funktioniert nicht, Leute. Die ist leider leer. Die hat so gut nach Orange gerochen. Und die gibt's leider nicht mehr. Ich wollte die mir unbedingt nachkaufen, aber die gibt's nicht mehr. Und das finde ich so schade. Aber dieses Titelchen werde ich mir auch aufheben, wenn man angeblich eine Maske geschenkt bekommt, wenn man mehrere davon sammelt. Also deswegen werde ich mir das auf jeden Fall aufheben. Aber die war echt gut und die gibt's nicht mehr. Deswegen habe ich wieder auf Nivea zurückgegriffen. Weil wenn es die noch gegeben hätte, hätte ich mir die auf jeden Fall gekauft. Ich muss eh die Tanja fragen. Ich meine, jetzt haben die ja eh auch zu, aber ich muss mal die Tanja fragen, welche es noch gibt, welche Varianten. Und dann werde ich, dann werde ich mir irgendeine andere halt nachkaufen. Ich habe eine Pflege aufgebraucht von Biotherm. Auch aus meinem Adventkalender. Die Everplump. Ihr wisst ja, ich liebe diese Pflege. Da brauche ich auch nicht viel drüber diskutieren. Ich habe die auch jetzt Gott sei Dank wieder in groß, weil ich habe die gekriegt von der Arbeit und deswegen, ich liebe diese Pflege. Also die Everplump ist meine absolute Lieblingspflege von Biotherm. Wirklich. Da habe ich noch einen No-Strap aufgebraucht. Und noch Proben, da lasse ich gerade fallen. Ich habe Clinique Make-Ups 2 ausprobiert. Die sehen so aus. Das ist einmal das Even Better Refresh und das Beyond Perfection. Beide, glaube ich, waren mir zu dunkel. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbnummer. 52 Neutral und 6 Ivory. Ich glaube, die waren mir zu dunkel. Aber ich mochte beide wirklich gern. Besonders das hier. Das Refresh ist für den Sommer, finde ich, perfekt. Es deckt halt nicht so gut. Aber ich finde, dass das trotzdem ein wirklich schönes Hautbild macht. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich mir die vielleicht kaufe. Aber brauche ich nicht, weil ich habe genug Make-up. Glaubt's mal, wenn ich das sage. Ich habe wirklich genug Make-up zu Hause. Viel zu viel sogar. Die Proben und dann noch die Tests und das Ganze. Und das muss ich alles erst einmal aufbrauchen. Deswegen, die würde ich mir aber im Hinterkopf behalten und vielleicht sogar nachkaufen. So wie die Beyond Perfection. Die finde ich auch sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist jetzt ja die Verpackung. Das kommt mit so einem riesen Applikator. Das ist das, was ich jetzt nicht zum Hammer finde. Aber man kann die auch unter den Augen als Concealer verwenden. Das finde ich auch gut. Nur die Farbauswahl ist da schlecht. Genauso wie bei der Even Better Refresh. Da ist die Farbauswahl auch sehr schlecht. Aber ja, mal gucken. Es muss nicht unbedingt sein, wie gesagt. Es muss wirklich nicht unbedingt sein. Noch drei Proben, dann kommen wir endlich zu den anderen Sachen. Ich habe von Dr. Organic eine Probe aufgebraucht, die riecht extrem schlimm. Die habe ich auch von der Vivi gekriegt. Den Duft mochte ich überhaupt nicht. Ich habe es für Hals und Dekolleté verwendet. Mag ich überhaupt nicht. Und ich glaube, ich habe aber noch eine. Dann auch vom Adventkalender habe ich ein Reinigungspuder von Clinique aufgebaut. Ich kenne das Produkt gar nicht, weil ich habe das bei mir. Bei Müller gibt es das nicht. Da bin ich mir sicher, dass es das nicht gibt. Und ich finde es aber gut. Ich habe das von Déclaré auch schon ein paar Mal gehabt. Und das finde ich echt gut. Ich glaube, ich habe sogar noch eins davon. Dann Annemarie Berlin. Und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Annemarie Berlin Fan. Aber diese Maske, die habe ich von einer Schulung bekommen. Anti-Aging Creme Maske. Die ist mega. Da hatte ich nur die Probe, aber die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Da bereue ich ein bisschen, dass ich mir den Tester vor kurzem nicht genommen habe. Aber ich habe den einer Kollegin empfohlen, weil die hat weniger Sachen als ich. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das besser, wenn sie die Maske nimmt. Weil ich hätte sie mir fast genommen, aber man dachte, na, lieber nicht. Lass mal es für wen anderen. Und dann hat mich jemand gefragt und ich habe ihr die empfohlen. Und ja, ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich die mir auch in groß nachkaufen. Aber ich habe zu viel. So, Gesichtspflege. Oh, ich habe noch eine Probe. Gott. Ich habe noch eine Probe aufgebraucht und zwar von Burberry das Black. Also My Burberry Black oder Parfum, glaube ich. Ja, den mag ich extrem gern. Ich habe die anderen Burberry. Das sollte ich hier vielleicht mal bald aufbrauchen, aber ja, den finde ich echt gut. Ich bin aber brav jetzt zur Zeit am Duft aufbrauchen. Da bin ich echt stolz auf mich, weil ich eine Lösung gefunden habe, endlich schneller welche leer zu machen. Aber den finde ich sehr, sehr gut. Nur wie gesagt, habe ich halt zu viele. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht und die fand ich mega gut. Das war von Terra Naturi eine Maske, leider Limited Edition Peeling Maske, Aktivkohle und Tonerde. Die war echt gut. Habt ihr das jetzt gesehen im Fernsehen? Das ist sehr was.
Die war wirklich gut. Das Problem ist halt, die ist limitiert und die gibt's nicht mehr, weil das Hautgefühl war danach sehr, sehr gut, weil es auch gleichzeitig einen Peeling-Effekt hatte. Fand ich die wirklich gut. Der Duft war auch mega, nur wie gesagt, gibt's die leider nicht mehr, deswegen, ja. Ich mag das, was das mit meinem Haut, also mit dem Hautgefühl von mir gemacht hat und deswegen hätte ich die gern nochmal gehabt, aber leider gibt's die nicht mehr. Aber egal, ich habe eh genug andere. Dann habe ich ein Gesichtsöl aufgebraucht von Biotherm. Und ich habe das jetzt aktuell wieder in Verwendung. Und ich liebe dieses Öl. Ihr kennt das. Ich glaube, das habe ich euch schon öfter gezeigt, weil das habe ich ja nicht zum ersten Mal zu Hause. Und ich liebe das Öl. Ich liebe es. Ich habe es jetzt wieder in Verwendung. Mag das extrem gerne. Dann habe ich 2 Parfums aufgebraucht. Den habe ich, glaube ich, verwendet, wenn ich in die Arbeit gegangen bin, von zu Hause aus. Ich habe ja so einen Tick, ich habe einen Duft, wenn ich in die Arbeit gehe, einen habe ich bei mir in der Arbeit im Spind und einen habe ich so im privaten Gebrauch, wenn ich halt frei habe und fortgehe und bla bla bla. Ja, was ja jetzt weniger vorkommen wird, deswegen werden die für die Arbeit mehr leer werden. Und da habe ich einmal im Spind gehabt den Larif Touch of Woman. Der hat so wie der Black Opium gerochen, nur nach einer Zeit ging mir der Duft so auf die Nerven. Ich habe schon Angst, wenn ich meine Black Opium benutze, die ich habe zu Hause, weil das die großen Größen sind davon. Weil irgendwann, glaube ich, wird der Duft mich so nerven. Aber jetzt, wo ich ihn wieder rieche, wo ich ihn eine Zeit lang nicht mehr gerochen habe, finde ich ihn gut. Ja, jetzt, wo ich ihn so lange nicht mehr gerochen habe, finde ich, weil wie gesagt, das ist Februar, also das ist wieder ein Monat her, finde ich ihn wieder gut. Aber ich glaube nicht, dass ich mir diese Larif-Varianten nochmal kaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Die Deos finde ich nämlich extrem schlecht von den Larif, wenn die in dem Set waren, weil die sprühen nicht gescheit und... Na, also die Deos fand ich extrem schrecklich von Larif und die Düfte, die finde ich gut, aber ich weiß es nicht, ob ich mir die jemals nochmal nachkaufe. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, weil ich eh so viel habe, also glaube ich kaum, dass ich mir die nachkaufen werde. Dann habe ich noch ein Parfum aufgebraucht. Das war von Jill Sander, der Eve Rose. Ich nenne den immer falsch, ich sage immer Eva Rose zu denen. Aber er heißt Eve Rose, da unten könnt ihr das lesen. Der hat so eine krasse Verpackung mit Pink, seht ihr das? Die Verpackung fand ich mega schön von dem. Ja, den habe ich mal zu Ostern, glaube ich, bekommen, den da. Glaube ich. Und ich war mir nicht sicher, wie ich ihn finden soll. Wie ich ihn das erste Mal, weil da war noch ganz schön viel drin. Ich glaube, der war voll. Und das ist ja die, wie viele Milliliter sind das? Die 50, glaube ich, waren das. Und das ist echt viel. Meistens mag ich lieber, ehrlich gesagt, die kleinen Größen, weil ich die halt besser verbrauchen kann. Und die gehen mir dann nicht auf die Nerven, wenn ihr wisst, was ich meine. Die verwende ich dann gerne und dann sind sie leer und dann würde ich sie mir sogar nachkaufen. Aber die ganz großen Größen, da rieche ich mich oft satt von Düften. Aber bei dem war ich mir nicht sicher, wie ich ihn finden soll. Ich habe nicht gewusst, ob ich ihn lieben oder hassen soll. Meine Mama fand ihn gut an mir. Ich war mir nie so sicher. Wenn ich ihn aufgesprüht habe, habe ich mir gedacht, bäh, nee. Habe ich aber eine Weile gewartet und habe ihn dann wieder gerochen, wenn der Wind gegangen ist oder sonst was. Habe ich mir gedacht, oh, der riecht echt gut. Aber bei dem war es wirklich eine Hassliebe. Und den gibt es sowieso nicht mehr. Also nachkaufen könnte ich ihn mir. Ich meine, im Handel gibt es ihn nicht mehr. Im Internet wird es ihn sicher noch geben. Aber ihr wisst, ihr kennt mich. Erstens habe ich genug Sachen. Und zweitens, na, ich fand ihn jetzt nicht so mega geil, dass ich ihn mir jetzt unbedingt nachkaufen müsste. Aber er war okay. Und ich bin froh, dass ich ihn leer gemacht habe. Weil ich meine, 2 Parfums in einem Monat und Februar ist ja nicht so lang, war nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Kann man nicht sagen, dass das schlecht ist. So, bevor ich das Video noch länger rauszögere und den Rahmen sprengt, ich habe ganz, ganz viele Make-up-Produkte aufgebraucht. Ganz, ganz viele. Und ein paar Haare von mir. Ich habe so Haarausfall in letzter Zeit, das ist wirklich nicht mehr normal. Ja, fangen wir mit den hier an. Ich habe einmal einen Eyeliner von Love aufgebraucht und einen Eyeliner von Too Faced. Und bei dem Too Faced bin ich ein bisschen traurig gewesen, weil den hatte ich nicht lange. Habe ihn dann einmal verwendet, aber dachte, okay, ist okay. Dann habe ich ihn lange nicht verwendet und dann habe ich ihn wieder vor kurzem benutzt und jetzt ging er dann nicht mehr so oft. Also der ist relativ schnell leer worden, leider. Was ich extrem schade finde. Ich habe den auch von einer Freundin bekommen von mir zum Geburtstag damals. Und ich war echt traurig. Ich habe das auch geschrieben, dass er jetzt nach einer Zeit nicht mehr funktioniert und ja, das ist der Too Faced Three-Way Lash Lining Tool. Alter Schwede, der einen langen Namen. Eyeliner. So. Das war so ein
So sieht er aus, ich habe ihn euch noch gar nicht gezeigt. Der hatte so kleine drei Zacken. Ich kam mit dem am Anfang überhaupt nicht zurecht. Überhaupt nicht. Deswegen, ja, ein bisschen Farbe gibt er noch ab. Seht ihr das? Also so, na, aber nicht genug, um einen Eyeliner zu zeichnen. Seht ihr das? Also der ist mega trocken worden leider und ich fand ihn auch nicht so gut, muss ich sagen. Wirklich nicht. Weil mich halt diese Spitzen da vorne so extrem genervt haben. Ich habe damit keinen schönen Eyeliner ziehen können, dass ich es noch rauskriege. Dann habe ich noch einen Eyeliner aufgebraucht und zwar ist der von Love. Und den mag ich extrem gern. Das war der Royal Liner Eyeliner Pen Luxurious Pref, weiß ich nicht. Black Grace hat er geheißen. Den habe ich sehr, sehr lange verwendet und den fand ich so gut. Und der gibt auch nicht mehr so richtig Farbe ab. Das fand ich so schade, weil der war so gut und bei uns gibt es keinen Love mehr. Und ich habe mir den Tester damals genommen, weil ich unbedingt einen Eyeliner braucht habe. Und der war so gut und ich finde es so schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Weil jetzt, wo ich Love nicht mehr kriegen kann, finde ich Love gar nicht mehr so schlecht. Aber das ist eh immer wieder dasselbe. Was erzähle ich euch da? Dann, das muss ich auspacken, habe ich meine Color-Palette aufgebraucht. Ich habe dein Haar schon wieder oben. Nicht ganz. Also den orangenen Ton habe ich gar nicht aufgebraucht. Bei dem blauen ist noch ein bisschen was drin und der Rest ist fast leer. Ich habe keinen Bock mehr, das zu verwenden. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, zeigst du es einfach im Aufgebraucht her. Ich finde die gut. Leider ist die aus dem Sortiment genommen worden. Das war nämlich damals ein Tester, den ich bekommen habe. Da habe ich extra gefragt, ob ich den haben darf. Und ich finde die wirklich gut. Die finde ich wirklich gut. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein paar Backups. Aber wie gesagt, mit dem Blauen, das brauche ich nicht so im ganzen Gesicht. Rosa, Lila doch im ganzen Gesicht und Gelb unter den Augen. Grün nämlich für die Rötungen und den Orangenen verwende ich gar nicht, weil der ist mir zu dunkel. Wie das Gelbe da drin leer worden ist, habe ich natürlich das Orangene verwendet. Aber es war mühsam. Es war wirklich mühsam. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, den Rest von dem Blauen lass du einfach drin und fangst dann neu an, weil das hat mich echt genervt. Aber ich liebe die. Und ich habe ja auch noch ein paar Backups. Gott sei Dank. Dann habe ich zwei Lip Liner aufgebraucht, wo ich sehr, sehr stolz auf mich bin, dass ich mal wieder Lip Liner leer gemacht habe. Ich würde mal gerne wieder einen Lippenstift leer machen. Ich bin in der Arbeit so faul. Aber ja, meistens trage ich den Lip Liner mit so einem rosenen Lipgloss nur von Lancôme, weil ich in letzter Zeit so Lippenstift faul bin und meine Lippen extrem trocken sind in letzter Zeit. Ja, ich habe auch hin und wieder einen roten Lippenstift dran und da habe ich den Yves Rocher Lip Liner verwendet. Die Schrift ist schon ganz runtergegangen. Das ist der Rouge, der rote. Den kennt ihr aber eben, den mag ich ja auch gern. Der ist leider leer. Und meinen heißgeliebten Astor Lip Liner. Und Astor ist ja überall rausgegangen und ich habe keine Ahnung, ich habe noch ein paar Backups, was für einen Lip Liner ich mir dann als nächster nehme. Ich hätte gern wieder so einen rosanen. Ihr wisst ja, ich liebe die Farbe. Das war mein absoluter Lieblings-Lip-Liner und jetzt gibt es sie nicht mehr. Ein paar Backups habe ich noch ergattern können, aber dann ging die Marke leider komplett raus, weil bei uns beim Müller gibt es sie ja schon länger nicht mehr und da, ja, habe ich mir damals auch ein paar mitgenommen. Und jetzt ist wieder einer leer geworden. Und ich bin schon verzweifelt am Suchen und Überlegen, was für Lip-Liner ich mir als nächster nehme. Beziehungsweise welche Marke. Aber ich habe dabei eh noch genug. Also an dem scheitert es jetzt eh nicht. Aber da könnte ich dann in Ruhe irgendwann einen neuen suchen. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Dann habe ich zwei Produkte noch und dann sind wir endlich durch. Ich habe ganz schön viel Make-up aufgebraucht, oder? Ganz schön viel Proben und Make-up und ja. Ich habe einen Lidschatten leer gemacht. Das war mein absoluter Lieblingslidschatten zum Verblenden. So unter der, also wenn ich den dunklen ausblendet habe. Der war so gut, der Lidschatten, der ist sogar noch was drinnen. Seht ihr das? Der war, ich meine, ich kann das ja euch swatchen, den Rest, wenn ihr wollt. Das war nur so ein heller, man sieht den auch gar nicht, das war wirklich so ein heller Lidschatten, man sieht den überhaupt nicht. Den fand ich wirklich gut. Ich hatte den ja zweimal, einmal ist er mir damals leider runtergeknallt. Leider, ja. Aber den fand ich echt gut. Aber ich bin froh, dass ich solche ähnlichen Farben noch in vielen Paletten habe, so wie in der Sleek Palette oder jetzt habe ich einen von L'Oreal, den verwende ich gerade für unter die Augenbraue, heute halt nicht, aber wenn ich arbeiten gehe. Und den fand ich auch sehr gut. Aber wie gesagt, der war leider limitiert. Aber solche Farben gibt es eh in Hülle und Fülle, also wollen wir jetzt nicht wirklich beschweren. Aber er war gut. Als letzter
Das ist halt so blöd, wenn ich euch immer was zeige, was man dann eh nicht nachkaufen kann, oder? Weil ich halt viele Sachen habe, die es halt nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen blöd, aber es ist so. Aber den hier nicht. Ich habe den Mac Painterly Paintboard aufgebraucht und ich habe ihn mir auch nachgekauft. So sieht er aus. Ich freue mich, den schon in die Back-to-Mac-Kiste zu schmeißen, obwohl die schon übergeht und ich mir was anderes einfallen lassen muss. Vielleicht eine größere Kiste oder so, weil die Sachen gehen ganz schön über. Und ja, wie gesagt, den habe ich mir auch nachgekauft, weil der Painterly ist mein absoluter Lieblings-Paintboard. Ich habe zwar noch andere, aber ich mag den viel lieber. Ja, jetzt habe ich mich zu Tode gequatscht hier. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich habe versucht, so ein bisschen näher auf die Sachen einzugehen, weil ja das der Wunsch war. Und ich hoffe, ich habe das erfüllt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!